weg. Abriss in wenigen Sekunden. Per Sprengung. Beim ersten Versuch muss es klappen. Ein Job nur für Profis. Mein Name ist Martin Hopf, ich bin 62 Jahre, bin mittlerweile 35 Jahre in der Sprengtechnik tätig und das bestimmt mein Leben. Es ist ein Job, der immer wieder neue Herausforderungen bereithält, aber ich muss sagen, ich bin mit meiner Arbeit sehr zufrieden und denke auch noch nicht ans Aufhören. Das ziehen wir jetzt durch. Ja, außerhalb des Sperrkreises. Letztendlich ist es ja nur eine Behinderung auf der Straße, die dann sowieso in die Stadt. Wir ziehen es aber jetzt durch, sonst kommen uns die anderen Leute sagen, die können da drin rumstehen, bloß weil sie so frech waren und sich hingestellt haben. Ein Beruf mit höchster Verantwortung. Jeder kleine Fehler könnte in einer Katastrophe enden. Explosiver Einsatz gegen riesige Gebäude. Für den Sprenger ist kein Stahlbeton zu hart, kein Haus zu hoch. Achtung, ich zähle. 3, 2, 1, Zündung! Das ehemalige Kraftwerk Hagenwerder in Görlitz. Ein riesiger Gebäudekomplex aus Beton und Stahl. Über 200 Meter lang und 50 Meter hoch. Knapp 40 Jahre lang wurde hier Strom produziert. Aber seit Ende 97 ist der Ofen aus. Statt Kohlekraft setzt man in der Region jetzt auf erneuerbare Energien. Photovoltaikanlagen und Windräder befinden sich direkt neben dem alten Kraftwerk. Nur die Mauern stehen noch. Aber die werden in ein paar Wochen dem Erdboden gleichgemacht. Von Martin Hopfe. Doch auch für den Sprengprofi mit 35 Jahren Berufserfahrung ist das hier ein ganz großes Projekt. Heute stehen die Bohrarbeiten im Fokus. Insgesamt 1040 Löcher müssen in den Betonriesen gebohrt werden. Auf diese Säulen haben wir jetzt für die 6 Meter hohen Ausbruch 15 Bohrlöcher projektiert. Und das ist praktisch unser Laderaum. In diese Bohrlöcher wird der Sprengstoff gebracht. Wir trennen den Beton vom Stahl. Das heißt, wenn diese Stähle dann vereinzelt sind und das ganze Gewicht von dem Bunkerschwerbau auf den Stahl jetzt wirkt, dann biegt er sich aus und es kommt zum Einsturz. Damit das einwandfrei funktioniert, kommt es auf genaueste Planung an. Und seit der ersten Skizze hat der Sprengexperte seine Mitarbeiterin Ulrike Mattes involviert. Die 32-Jährige ist eine von ganz wenigen Frauen in der Branche. Sie könnte Hopfes Job eines Tages übernehmen. Das ist natürlich ein besonderes Projekt, weil das vom Umfang her schon sehr groß ist. Für mich jetzt persönlich ist das jetzt hiermit das größte Projekt, wo ich persönlich dran teilnehmen kann. Wir haben jetzt hier unten gebohrt, da gebohrt, da oben müssen wir noch bohren. Also es ist jetzt so, die erste und die zweite Sprengebene sind vorne fertig. Jetzt wurde in der dritten Ebene. Noch viel zu tun auf der Baustelle in Hagenwerder. Martin Hopfe weiß schon, warum er gerade die Vorbereitungsarbeiten extra großzügig plant. Bis zu Beginn der Ladearbeiten haben wir noch gut einen Monat Zeit. Aber ich bin ein Freund davon, dass die Arbeiten in Ruhe ausgeführt werden. Vor allen Dingen die Ladearbeiten in Ruhe. Das heißt nicht, dass wir sehr viel Pausen zwischendurch machen sollten, aber es gibt, glaube ich, beim Sprengen nichts Schlimmeres, als wenn Zeitdruck entsteht. Und in diesem Zeitdruck ist die Gefahr, dass Fehler gemacht werden, ganz, ganz groß. Und das wollen wir einfach vermeiden. Hopfesprengungen liefen bislang ohne große Zwischenfälle, sagt er. Keine Selbstverständlichkeit, denn bei anderen Sprengungen geht auch schon mal etwas schief. Hamburg 2004. Ein 256 Meter hoher Schornstein muss weg. Zunächst läuft alles glatt, doch ein 150 Kilo Gitterteil landet in einem Umspannwerk. Die Folge? Ein Kurzschluss. Ein ganzer Stadtteil ist vorübergehend ohne Strom und eine Ölraffinerie außer Betrieb. Auch diese Sprengung in Mainz verläuft nur scheinbar nach Plan. Erst als sich die gigantische Staubwolke verzieht, kommt ein schiefer Turm zum Vorschein. Das Zementwerk steht noch. Der Albtraum eines jeden Sprengers. Einen ähnlich peinlichen Fall bzw. Nichtfall gab es in Australien. Hier musste schließlich ein Bagger ran. Minuten zuvor hatten die Sprengverantwortlichen ihren Job so richtig verbockt.
So ein Desaster möchte Martin Hopfer auf keinen Fall erleben. Er ist sich seiner Verantwortung bewusst. Entsprechend reagiert er, wenn die Arbeiten nicht so ausgeführt werden, wie er sich das vorstellt. Das ist doch eigentlich Quatsch, das oberste Loch, Mensch. Habt ihr das alles immer gebohrt oder bohrst du jetzt die erste Scheibe hier? Ja, also wenn du da schräg stichst, dann reicht das vollkommen aus. Und mach jetzt nicht noch so ein bisschen mal Tension. Weißt du, das ist eine 20er Wand, das oberste Loch, das können wir gleich weglassen. Was soll das? Hm? Ich arbeite nur noch am Weichen. Wenn wir bestimmte Bauteile abgeschlossen haben, komplett, wird nochmal geprüft. Ist alles gebohrt, haben wir nichts vergessen. Sind die Bohrungen alles so, wie sie sein müssen? Bohrlochtiefe, Bohrlochabstand, Bohrlochdurchmesser, ja, Bohrrichtung. Das wird alles geprüft, nochmal dokumentiert in diese schönen großen Tabellen, wo wir dann dahinter einen Haken machen und sagen, okay, jetzt kann hier geladen werden, jetzt kann der Sprengstoff berechnet werden. Hier haben wir das gleiche wieder, das Loch brauchen wir gar nicht, das ist ja Witz. Okay, müssen wir dann beim Laden beachten, dass wir dort nicht durchladen. Man darf keinen Fehler machen. Es ist ganz einfach so, wenn eine Bohrung ausfallen würde jetzt bei diesen Dünnwänden, dann sind wir uns einig, dann würde nicht der Einsturzvorgang behindert werden, das ist klar. Ja? Aber wenn jetzt zum Beispiel zündtechnisch ein ganzer Komplex ausfallen würde, eine ganze Stütze ausfallen würde und nicht gesprengt wäre, dann ist es schon kritisch, dass man sagt, A, der Einsturzvorgang könnte behindert werden und B, was ist dann mit dem Sprengstoff, der eventuell nicht umgesetzt worden ist? Wir sehen uns dann. Fragen, die sich Martin Hopfe bei jedem Auftrag stellt. Manchmal betreut er sogar mehrere Projekte gleichzeitig. In ganz Deutschland ist er unterwegs. Hier in Duisburg, im westlichen Ruhrgebiet, laufen die Abrissarbeiten an einer 50 Meter hohen Sinteranlage. Jahrzehntelang diente die der Aufbereitung von Erzen zur Roheisengewinnung. Bei diesem Gebäude setzt er auf eine andere Sprengtechnik. Hier wird nicht gebohrt, da die Stützen des Gebäudes nicht aus Beton, sondern aus Stahl sind. Da helfen nur sogenannte Schneidladungen. Diese brennen den Stahl durch. Das ist jetzt die Schneidladung. Hier das helle ist sehr hochbrisanter Sprengstoff und hier ist plastifiziert eine Kupferliner, das rötliche. Und durch die Umsetzung des Sprengstoffes entsteht hier ein sogenannter Strahl, ein Jet, der dann diesen Stahl durchtrennt. In enormer hoher Geschwindigkeit. Das sind jetzt die letzten Stützen, die noch angelegt werden müssen und vorbereitet werden müssen, dass wir dann heute um 14 Uhr sprengen können. Aber das Projekt hier ist kein einfaches. Direkt neben dem Sintergebäude verlaufen Bahntrassen, nur getrennt durch einen Zaun. Nichts sollte durch die Sprengung Schaden nehmen. Darum müssen Hopfer und sein Team hier besonders genau arbeiten. Doch kurz vor der Sprengung entdecken sie ein Hindernis. Die massiven Stahlträger der Aufzugsschächte wurden in den Planungen nicht berücksichtigt. Ja, wir müssen die Aufzugstützen, die sich nicht so oder weiters herausschneiden lassen und doch sehr schwer sprengen lassen, mit angelegten Ladungen in den Aufzugturm drücken. Das heißt, außen werden dort ein paar Sprengstoffwürste rangepackt und ordentlich Sand dahinter geschüttet als Verdämmung. Und dann schlagen die Stütze einfach zur Seite weg. Ingenieur Rainer Melzer und Sprengprofi Martin Hopfe arbeiten schon lange zusammen. Aber wie bekommen es der Theoretiker und der Praktiker hin, dass sich die Sprengkraft auch in die vorgesehene Richtung entfaltet? Die beiden Tüftler müssen improvisieren. Zwei Patronen hochkant links und rechts. Ne? Sieht zwar ein bisschen merkwürdig, ja, bisschen russisch aus, aber, ja, aber es hat eine Wirkung. Volle Fläche wirkt und drückt die Stütze rein. Die Stütze. Eigentlich Zünder dran und hier so rein. Ja, eine links, eine rechts. Richtig gedacht. Wissen, reichte das so? Schön ja, ich hätte zwei genommen von der Wirkung her. Ja. Damit ja was bewegt wird. Ja, ne? Wir haben noch zwei Hälften dazu. Nein. Warum nicht? Ja. Also, sodass du praktisch jetzt hier einen Zünder einbringst, noch zwei Hälften hast, ja. Kann das nicht kippen und dann pressen wir das so dagegen. Oh, ja.
Ja. Ja. So. Genau. Ne? Ja. Und so bauen wir das dann auch dran. Genau. Die Sprengprofis sind sich einig. Ob ihr Plan funktioniert, wird aber erst die Zündung zeigen. Bei der sollen 27 Kilogramm Sprengstoff verteilt an 24 Stahlstützen detonieren. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. In sicherem Abstand versammeln sich nach und nach die Zuschauer. Jetzt sind es nur noch 30 Minuten bis zur Sprengung. So, gib mal Signal 1, bitte. Hinter dem Bagger, bitte. Okay, hinter dem Bagger. So, hier auch dann, ne? Bitte hinter dem Bagger, alle Leute. Ne? Also wir machen die Tür zu, wir können doch hier drin bleiben. Mann, passiert doch nichts. Können wir wirklich nicht machen. Bitte tun Sie mir den Gefallen. Ich war aber ne? So viel Sprengung. Ja, ich weiß. Noch 20 Minuten Zeit. Wir haben auch noch genug zu organisieren. Ausgerechnet jetzt in der heißen Phase kommt Hektik auf. Und Hopfe steht plötzlich vor einem Problem. Wir haben noch kein Okay von der Bahnanlage. Denn es muss auf jeden Fall sichergestellt sein, dass der benachbarte Schienenverkehr während der Sprengung ruht. Muss die Zündung jetzt ausfallen? Jetzt kommt Bahn. Hopfe! Wer ist da dran? Am Apparat bitte. Bahnhof ist gesperrt, wir können praktisch weitermachen. Alles klar, bedanke mich. Bahn ist auch gesperrt. Ja. Wir haben noch, naja, immerhin noch 9 Minuten. Und dann das nächste Ärgernis. Zündstelle für mich bitte kommen. Zündstelle bitte kommen. Kinderfranke für mich bitte kommen. Habt ihr eine Funke? Ich rufe seit 3 Minuten, Günter Franke, für mich bitte kommen. Günter, bitte mal bestätigen. Ja, höre. Wir haben jetzt genau noch 4 Minuten. Bitte alles vorbereiten. Kurz vor 14 Uhr ist dann doch noch alles bereit. Für den Sprengprofi erreicht die Spannung jetzt ihren Höhepunkt. Ein Moment, in dem selbst er nach 35 Jahren im Sprenggeschäft aufgeregt ist. Auch wenn er sich davon nichts anmerken lassen will. Wir geben doch Sprengsignal 2 und dann kommt der Countdown. Und dann warten wir, was passiert. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Korrekturen an den wochenlangen Vorbereitungen sind nicht mehr möglich. Martin Hopfe gibt das Kommando. So, fertig. Achtung an alle Posten, Achtung an alle Posten, ich zähle. 3, 2, 1, Zündung! Wir müssen auf alle Fälle erstmal abwarten, wie es gefallen ist, weil man hat es in der Staubwolke dann nicht mehr gesehen. Also erstmal richtig angekippt in die richtige Richtung und dann schauen wir mal. Ich denke, die Staubwolke wird schnell vorbei sein. Das 50 Meter hohe Gebäude liegt in Trümmern. So weit, so gut. Aber mögliche Schäden sind noch nicht geklärt. Ich bin doch Franke von Martin, bitte komm. Ja. Kannst du schon was einschätzen in Richtung Gleisanlagen? Ist es planmäßig gefallen? Also hier rüber Richtung Gleisanlagen ist eigentlich, sollte nichts rüber sein, auch wenn hier hinten die Zäune gleich duschiert. Okay, alles klar. Tatsächlich haben die Zäune etwas abbekommen. Das war so nicht geplant und muss mit dem Auftraggeber besprochen werden. Nicht ganz planmäßig. Herr Gräf! Herr Gräf, da hinten im Bereich Kopfbau hat man Bauzäune gehabt. Im Bereich Kopfbau hat man doch Bauzäune gehabt, oder? Weil da Mauerwerk hingefallen ist an den Bauzäunen. Ja. Gut, haben wir ja mit gerechnet. Ja. Immerhin, Stress wegen des Zauns wird es nicht geben. Trotzdem, so richtig freuen kann sich der Sprengverantwortliche nicht. Günther, wenn ihr
einschätzen können, dass wir... Ich weiß nicht, es ist schon eine hohe Verantwortung jedes Mal und es ist auch jede Sprengung anders drin. Wenn ich dann von meinen Mitarbeitern gesagt bekomme, es ist alles in Ordnung, wir haben keinen Schaden realisiert, zumindest nach dem ersten Gesichtspunkt, dann kann man schon mal Juhu machen. Ne? Ohne großes Juhu und mit kleinem Schönheitsfehler. So das Fazit der Sprengung in Duisburg. Karlsdorf an der Saale. Wenn sich hier einer auskennt, dann der Thüringer Martin Nopfe. Ja, ich bin hier vor 62 Jahren geboren worden, in einem dieser Ortsteile, in Fischersdorf. Und dann habe ich mir hier Arbeit gesucht und ich habe in dem Betrieb, wo ich angefangen habe, die Chance bekommen, dort als Verantwortlicher für die Sprengtechnik tätig zu sein. Und das war auch der Ausgangspunkt, warum ich gesagt habe, man könnte eigentlich ein Sprengunternehmen gründen als Dienstleister. Das war damals der Gedankengang 1990. Obwohl wir zu der Zeit, das ging aber sehr vielen so im Osten, zu der Zeit nicht unbedingt wussten, was kommt auf uns zu. Man kann nicht alles wissen. Aber man hat das Gefühl, man nimmt selbst was in die Hand und man bewegt was. Und wenn man nach 25 Jahren zurückschaut, ich bin sehr zufrieden. Ich bin ein zufriedener Mensch. Ich bin auch glücklich. Und denke, ich hätte das wieder so getan, auf alle Fälle. Und der 62-Jährige war in all den Jahren auch nicht allein. Seine Thüringer Sprenggesellschaft ist ein kleiner Familienbetrieb. Ehefrau Brigitte kümmert sich um die Firmenfinanzen. Hallo, Frau Hopfe. Sie weiß, was ihr Mann geleistet hat und dass er sich davon nur schwer trennen kann. Die 25 Jahre, was er aufgebaut hat und ja doch die meiste Zeit alleine gekämpft hat, das kann man nicht einfach wegstreichen oder sagen, naja, das war's. Er wird es nicht können. Also er steckt so in der Materie und geht so für seine Arbeit auf. Also das wird ihm sehr schwer fallen und wird ein heißer Kampf werden. So richtig denkt ihr Mann noch nicht an Ruhestand. Immerhin ist die entscheidende Frage seiner Nachfolge geklärt. Ausgerechnet eine Frau soll in seine Fußstapfen treten. Auch bei so großen Projekten wie dem hier in Görlitz soll Ulrike Mattes dann die Verantwortung tragen. Alleine unter Männern. Für die 32-Jährige nichts Neues. Im Bereich Sprengen, Abbruchsprengung ist es mir jetzt nicht bekannt, dass da groß Frauen tätig sind. Aber ich sag mal, wenn man mit Fachwissen zeigt, dass man da doch sich auch auskennt, da wird man natürlich auch akzeptiert und respektiert. Also da gibt es keinerlei Probleme, wo man sagt, man fühlt sich unwohl oder so. Eigentlich im Gegenteil, überhaupt nicht. Mit 420 Kilogramm Sprengstoff soll das ehemalige Kraftwerk morgen, wie es in der Sprengersprache heißt, niedergeführt werden. Doch höhere Gewalt droht den Zeitplan zu torpedieren. Wir hatten die Nacht ganz schön Sturm gehabt. Und da hat es vorne in dem Bereich von der Abdeckung ein bisschen was losgerissen gehabt. Und das mussten wir dann als erstes gleich wieder festmachen, damit es nicht noch mehr lockert. Und dadurch haben wir natürlich ein bisschen Zeit verloren für die Arbeiten, die wir so noch machen wollten. Und zu tun ist noch einiges. 1040 Bohrlöcher muss das Sprengteam heute miteinander verbinden, um den Zündkreis herzustellen. 15 alleine an jeder Säule, zum Teil in 6 Metern Höhe. Ja gut, das sind 15 Bohrungen, 15 Zünder, die eingeklipst werden müssen. Das geht schon relativ schnell. Es sind ja mehrere Kollegen, die das jetzt machen oder Mitarbeiter und die Frau Mattes noch mit dazu. Und wir wollen heute schon noch bei Tageslicht das fertig bekommen. Das ist ganz wichtig, dass wir das dann noch mal visuell noch mal kontrollieren können. Doch dieser Plan funktioniert natürlich nur, wenn seine Leute auch ihre Jobs machen können. Ach du große Gott, was haben Sie hier gemacht? Der Baggerfahrer hat es zu gut gemeint. Zu viel Sand für das sogenannte Fallbett, in das das Gebäude stürzen soll. Die Sprenger kommen so nicht mehr an ihre Zünder. Wir hatten doch angezeichnet. Guck mal, wo der Hardlader ist, ja. Wir hatten doch angezeichnet, wie hoch. Alles klar, okay, guck's mal. Na, ich hatte Ihnen doch aber gerade vorhin noch gesprochen, ja, dem Baggerfahrer, und hatte ihm gezeigt, die rote gesagt, Linie. Bis zum roten Strich, aber ja. Das ist nicht immer so. Wir haben eine Schaufel oder wie? Hopfer muss sein Team spontan aufteilen, um die verlorene Zeit wieder reinzuholen. Während die Kollegen außen am Turm alle Hände voll zu tun haben, muss der Chef persönlich ran.
Zusammen mit Ulrike Mattes bearbeitet er die Sprengladungen an den 32 Stahlbetonstützen der Vorderseite. Die sind mit Zeitzündern ausgestattet und zünden um Sekundenbruchteile versetzt von der Mitte nach außen, verbunden durch eine Sprengschnur. Das war unten, weil da komme ich ohne Leiter ran. Ja, das können wir gerne so machen. Ja? Natürlich. So, müssen wir erst noch mal durchzählen. 15, okay. Natürlich hat man immer den Sprengtermin im Hinterkopf, dass man das natürlich auch alles schafft. Obwohl man darf natürlich jetzt nicht schnell machen, weil es sollen sich natürlich keine Fehler einschleichen. Also es muss schon alles sehr genau und gewissenhaft gemacht werden. Doch dann passiert ausgerechnet dem erfahrenen Chef ein kleiner Flüchtigkeitsfehler. Nee, ich hab was vergessen. Wir müssen erst die Wandscheibe hier nehmen. Wir haben am Anfang an jeder fünften Säule nochmal eine sogenannte Wandscheibe. Und ich hatte in meiner Unachtsamkeit einfach schon die Verbindung zur nächsten Säule gemacht, habe die Wandscheibe nicht mit verbunden. Aber so ist das, wenn man eben abgelenkt wird und sich nicht auf seine Arbeit konzentriert, nicht? Wir müssen versuchen, dass wir die da vorne einklippen. Gucken Sie mal, ob Sie das noch mit hinkriegen. Machen Sie mal mit frei. Da. Eigentlich sind wir immer bestrebt, dass an so einem Tag, so wenige Stunden vor der Sprengung, eigentlich nicht mehr so intensiv gearbeitet werden muss. Aber es gab eine ganze Reihe von Unwägbarkeiten. Vor allen Dingen die Witterung hat uns hier sehr viele Probleme bereitet. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es gibt immer wieder Abbruchsprengungen, ausgerechnet im Winter. Ja, wir könnten ja mal im Sommer arbeiten, wenn es länger hell ist. Ne? Ich hoffe, wir haben es jetzt ausgeglichen. Ich muss bloß schnell noch mal zählen, ob das alles stimmt. 8 Stück, jawohl. Aber wieder geht wertvolle Zeit verloren. Die Profis arbeiten Hand in Hand. Die Abläufe sind immer die gleichen. Zügig wird jede der Säulen von oben nach unten bearbeitet. Bis zur Sprengung sind es jetzt nur noch wenige Stunden. Und das Team schuftet immer noch unermüdlich. Aus der Hoffnung, noch im Hellen fertig zu werden, wird aber nichts. Oh, etwas großzügig. Ja. Haben aber Beleuchtung. Und ja, können auch im Dunkeln arbeiten. Zu solchen großen Projekten, sag ich mal, packt einfach jeder mit an. Das ist so. Und das ist ja für uns dann auch der Ansporn, wenn der Chef dann auch mit dabei ist. Und im Scheinwerferlicht müssen Sie den Zündkreis fertigstellen. Aber wie weit werden Sie kommen? Kann der Sprengtermin noch gehalten werden? Der nächste Tag in Hagenwerder. Um Punkt 11 soll das Gebäude fallen. 4 Stunden vorher. Lagebesprechung in der Einsatzzentrale. Jetzt wird der gesamte Zündkreis noch mal kontrolliert. Das macht der Herr Franke mit dem Herrn Stief. Die elektrischen Zünder werden eingebracht, die Zündstelle wird eingerichtet und die gesamte Sprenganlage wird noch mal kontrolliert. Das ist also von unserer Seite aus Stand der Dinge. Wir haben ja nun gestern den Zündkreis hergestellt, also alles verbunden und ich habe von Zünder geträumt sozusagen, die ganzen Leitungen und so. Und natürlich, es geht ja dann einem im Kopf rum. Nach der Besprechung kümmert sich Martin Hopfe um die Sicherheit. Auch das gehört zu seinen Aufgaben, die Einweisung der 30 Absperrposten. Also dann schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Martin Hopfe, ich bin heute hier der Verantwortliche. Wenn was schief gehen sollte, wenden Sie sich an mich. Wenn es gut geht, behalten Sie es für sich. Ihre Aufgabe ist, die Sicherheit zu gewährleisten, dass niemand bewusst oder unbewusst, ich betone das jetzt noch mal so juristisch, bewusst oder unbewusst sich in den Gefährdungsbereich hineinbegibt. Die äußere Sicherheit ist damit geklärt. Aber wie sieht es eigentlich auf der Baustelle aus? Ja, das ist noch mal so der letzte Gang zum Abbruchobjekt. Die letzte Kommunikation miteinander, haben wir alles gemacht, steht alles. Die letzte Kontrolle. Für Martin Hopfer ein wichtiges Ritual, das ihm ein gutes Gefühl geben soll. Und das hat er auch diesmal. Sein Team hat ganze Arbeit geleistet. So, Jungs, toi toi toi, ne? Ja.
Die allerletzten Vorbereitungen erledigen seine Leute ohne ihn. Nur sie sind jetzt noch im abgesperrten Bereich. Alle anderen müssen die letzte halbe Stunde in sicherem Abstand warten. Hopfe kontrolliert auch das höchstpersönlich. Okay, danke. Posten 5, Absperrung gesichert. Machen Sie mal einen Haken. Machen Sie mal einen Haken dahinter. Danke. Besteht Sichtkontakt zum Posten 4? Ja, besteht. Danke. Ich sag mal, Organisation, die Arbeit, die Gedanken einfach nicht aufkommen lassen, dass jetzt was schief gehen kann, weil man sehr viel zu tun hat. Das lenkt eigentlich schon ab. Deshalb bin ich zwar kein Freund, bis zur letzten Minute zu arbeiten, aber doch sich mit der ganzen Absperrung, mit den ganzen Sicherungsmaßnahmen so weit auseinanderzusetzen, dann ist das schon gut so. Günni, Kontakt steht. Günter Franke, bitte mal kommen. 5 Minuten, okay. Und weiß ich Bescheid. Danke. Ich bin das erste Mal bei so einem großen Projekt dabei und da ist man natürlich, denke ich mal, kurz davor natürlich wirklich aufgeregt und so. Und wenn dann auch der Herr Hopf runterzählen wird, bis es dann zur Zündung kommt, da fiebert man mit und man hofft halt, dass alles gut geht. So, Achtung an alle Funkpartner, 5 Minuten vor der Zündzeit, 10.55 Uhr als Orientierung. Doch ausgerechnet jetzt kommt Hektik auf. Denn ein paar Schaulustige sind auf der eigentlich gesperrten Bundesstraße stehen geblieben. Solange die nicht weg sind, will Hopfe kein Zündsignal geben. Ja, los jetzt. Die haben halt quasi angehalten. Wir wollen warten, bis wir es okay kriegen, dass die letzten Autos von der Straße weg sind. Wir sind jetzt außerhalb des Plans. Das wird sich noch gesundheitlich verzögern. Es ist 2:11 Uhr. Die Zeit drängt. 2:20 Uhr und die Kräfte von der 2:20 Uhr im Regeldienst setzen das Pumpen. 10, Straße frei. Aber er kann die Pumpe nicht anhaben. Moment. So, die B99 ist frei. Die Große Erleichterung bei Martin Hopfe. Die Straße ist frei und damit der Weg zur Sprengung. Achtung, Zündstelle, Sprengsignal 2 bitte geben. Das zweite Sprengsignal. Die Anspannung bei allen steigt. So, Günther, Zündbereitschaft bitte herstellen. Dann der alles entscheidende Moment. Achtung, ich zähle! Drei, zwei, eins, Zündung! Weg. Abriss in wenigen Sekunden. Per Sprengung. Beim ersten Versuch muss es klappen. Ein Job nur für Profis. Mein Name ist Martin Hopf, ich bin 62 Jahre, bin mittlerweile 35 Jahre in der Sprengtechnik tätig und das bestimmt mein Leben. Es ist ein Job, der immer wieder neue Herausforderungen bereithält, aber ich muss sagen, ich bin mit meiner Arbeit sehr zufrieden und denke auch noch nicht ans Aufhören. Das ziehen wir jetzt durch. Ja, außerhalb des Sperrkreises. Letztendlich ist es ja nur eine Behinderung auf der Straße, die dann sowieso nicht stattfindet. Wir ziehen es aber jetzt durch, sonst kommen uns die anderen Leute sagen, die können da drin rumstehen, bloß weil sie so frech waren und sich hingestellt haben. Ein Beruf mit höchster Verantwortung. Jeder kleine Fehler könnte in einer Katastrophe enden. Explosiver Einsatz gegen riesige Gebäude. Für den Sprenger ist kein Stahlbeton zu hart, kein Haus zu hoch. Achtung, ich zähle. 3, 2, 1, Zündung! Das ehemalige Kraftwerk Hagenwerder in Görlitz. Ein riesiger Gebäudekomplex aus Beton und Stahl. Über 200 Meter lang und 50 Meter hoch. Knapp 40 Jahre lang wurde hier Strom produziert. Aber seit Ende 97 ist der Ofen aus. Hat super geklappt. Das ist lieb von dir. Ich kann mich auch jetzt erst melden. Heute früh war noch ein bisschen viel zu tun. Ich hab dich lieb, mein Schatz. Tschüssi, mach's gut. Danke, tschüss. Tschüss. Das Kraftwerk Hagenwerder ist Geschichte. Mit 420 Kilo Sprengstoff haben die Sprengprofis den über 50 Meter hohen und 200 Meter langen Gebäudekomplex